Hallöchen, wir sind's wieder, zurück bei Dark Souls 3, nach diesem epischen und doch sehr langweiligen Drachenkampf, aber sehr sicheren. Ja, und dem Fail am Ende versucht jetzt der Jakob, meine Seelen erstmal zurückzuholen und ja, was er dann macht, werden wir sehen. Ich will ja nicht spoilern, ich weiß es natürlich genau Ich weiß schon. es auch noch nicht so. Also, ja, Ja, es doch, ist. wir wissen es natürlich genau, Ja, weil, klar, aber wir wir haben spoilern den natürlich nicht. exakten Plan. Ja, klar. Ja, super. Die sind ja tot, da ist ja Ja, easy. prima. Da, da oben ist noch was, siehst du? Da bei dem Drachen. Ach, wie schön. Da hängt auch noch was hier hinter dem Drachenkopf. Das hast du Ach, ich dachte, übersehen. das hätte ich. Ach so. Ach, der hinten, den habe ich mir geholt. Dieses Geräusch hier ist immer noch super verstörend. Ja, wie viele Seelen hatte ich da auf Tasche? 4700? 40.000. Achso. Also 47.000. Das Zuflucht geht ja. dort. Also quasi ein Ja, Safe Spot, dieser, wo du ja, damit du Drachen hier nicht. sicher die Drachen töten kannst. Ach, Weil es Leute. hier für verschiedene Möglichkeiten gibt. Oh mein Gott, Leute. die Drachen. Einfach hinstellen und draufhalten. Das ist doch nicht so schwer. Aber Ich man will muss jetzt. ja den Bogen benutzen, oder? Anders kriegst du die doch Nee, du überhaupt kommst ja gar nicht. nicht dran. Das heißt, warum muss man hier durchrennen und sie dann irgendwie kompliziert da hinten sich hinstellen? Weil die Leute keinen Adlerring haben und deshalb nicht genug Reichweite, wenn du Stimmt, den verstehst, haben wir was ja ich auch meine. noch. Also der Bogen macht schon sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden als damals noch bei der ersten Drachenaktion. Ja, das heißt, die Leute schaffen es natürlich nicht mit 99 Pfeilen, den zu töten. Denn sie haben Weniger, es nicht. waren 89. Nein. Dann hatte ich noch 10. Oder wie viel haben wir noch jetzt? Wir 11 hatten hatte ich am Ende noch. Jetzt haben wir, glaube 11 ich, noch hattest du noch 10. übrig. Jetzt habe ich, glaube ich, noch 10, weil ich habe den noch einen habe ich noch verbratzt für irgendwas. Glaube ich. Ja, um zu checken, ob er auch wirklich tot ist. Ja, stimmt, genau. Tausend. Ich weiß noch die 7000, die ich damals verloren habe. Ja, wie wir da ausgerastet sind wegen. Da war quasi das Spiel vorbei für uns. Der geht da gerade mal chillen. Ach, da kommt er. 38? Jetzt haben wir wieder 38. 38 was. Pfeile. Wir haben echt so viele Pfeile verbraucht in letzter Zeit. Das kann doch gar nicht sein. Ach so, okay. Also das sind jetzt alle, die wir noch haben. Das sind dann jetzt alle, die wir noch haben. Das ist die erschlagende Logik. Wir haben doch bei der Ollen erst total viele gekauft. Ja, ich dachte, dass. Wir haben unsere überschüssigen Seelen immer in Pfeile investiert, Damit die Zahl am Ende ja, schön rund ist nach dem damit sie eine Farmen. schöne passende Zahl haben. Okay, da hat irgendjemand drauf bekommen. Oh, das ist noch so ein dicker Ritter. Ich gehe erstmal hier lang. Das ist ja. Also falls die Leute sich schon gewundert haben, warum wir gerade so eine passende Zahl zufällig haben, ob wir da Ja. gecheatet haben. Wir haben einfach auf eine genaue Dreierzahl gespart. Ne? Quersumme und so geht ja easy. Das ist zu hoch. Kannst du nicht von Quersumme reden? Die Leute wollen unterhalten, nicht belehrt werden. Da, 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 da. Der wollte mutieren. Zweimal Funkeltitanit. Obwohl, die droppen ja auch Sachen, wenn Ach sie mutieren, so. ne? Ach, der ist Scheiße. also gar. Der. Ich habe Oh. ihn gerade getötet, also ich habe den Wirt getötet, bevor das Ding mutieren konnte. Ist ja eigentlich. Ach so, dann ist der auch noch von der Lebensleiste schwach. Ich fände das jetzt. Ja, gut. Da hat er jetzt irgendein Item. Was droppen die La. denn sonst so? La. Die haben kleine Scherben gedroppt und die brauchen wir auch noch ein paar. Da, der Der? müsste doch. Der mutiert jetzt nicht, oder was? Doch, Doch. doch. Heiliges Vaterland. Nutzt die Brandbomben. Erstmal was trinken. Ja, ist auf jeden Fall. Nimm das. Gut, ist das, du Spasti.
Jetzt stunt ihn nicht mehr! Zurück. Bist du sicher, dass du da stehen Nein, war? Wollte ich ja gar nicht! Du hast. Achso, du wolltest einen Heiltrank ja! trinken, du hast noch die Brandbomben gehabt. Ich dachte, ich hab den Heiltrank. Ich wundere mich, warum bleibt der stehen und wirft noch eine? Ja, nee, ich wollte ausweichen und heilen, aber ich hatte kein Heilen, weil da waren Heiltränke. Das war ja blöd. Hä? Wir haben nur noch 6 Brandbomben. Was ist das denn? Ja, weil du die gerade geworfen hast. 6, 7, 3. Unsere Seelen liegen noch da. Ja, okay, gut. Ich gehe die Seelen holen und dann gehe ich Brandbomben und Pfeile kaufen, weil so kann ja keiner arbeiten. Das sind ja Zustände hier. Ist das nicht direkt da unten jetzt, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie das am Sturz hier ist. Da ist ja ein Vorsprung ab noch. Ja, aber die kleinen Fuzzis da hinten leben jetzt auch weiter. Ja. Ach, wisst ihr was. Hey, das mussten wir sogar machen, ja. Kriegen wir das Item da gar nicht. Hätten wir mal gleich nach unten geguckt. Noch ein Titanitbrocken. Das gleiche müssen wir da drüben auch nochmal machen mit dem runterspringen. Ja, und dann. Wie kommen wir überhaupt von da unten wieder hoch, wenn wir die Typen. Doch, da ist die Treppe. Okay. Geht schon. Meine Frage ist geklärt. Du meinst, du schaffst doch ohne. Also mit nur 6 Brandbomben. Der eine kommt jetzt auf uns zu. Und da ist auch noch einer. Der mutiert auch. Obwohl, die mutieren ja erst dann näher. Oh, das war nah genug. Wie soll ich die Tür einfach erledigen? Der kommt ja nicht durch. Der ist zu groß für die Tür. Oh! Das Ding lebt noch. Das sehe ich auch. Vorsicht, dass die Brandbomben aktiv und keine Heiltränke. Was? Okay, gleich nochmal. Ich hatte mein Schild aber oben, oder? Das scheiß Wurfmesser ignoriert mein Schild? Weiß ich nicht, ja. Vielleicht war es nicht schnell genug oben. Es war die ganze Zeit oben. Ich hab's nicht erhoben, es war oben. Ich wollte gerade einen Heiltrank trinken. Nein, wollte ich nicht. Es war die ganze Zeit da und dann trifft mich das Ding. Genau, die Ausdauer war ein bisschen leer, also weiß ich nicht. Bei einem Wurfmesser? Nein, du hast ja noch gerollt und sowas. Dann war deine Ausdauer leer, also ich stand recht. Da, die Ausdauer voll und da, ich kann es dir in der Rückblende nochmal zeigen. Naja, irgendeinen Grund muss es ja haben, ich versuche ja hier wenn gerade das, wenn das Messer meinen Kopf trifft und das Schild verfehlt, kriege ich ja trotzdem Schaden. Ja. Ja, dann das heißt, das er hat einfach nur als Sniper an meinem Schild vorbeigeworfen. Ich denke nicht, dass der Fehler bei mir lag, sondern einfach daran, dass das ist halt ein Spacko. Du trägst noch einen Splitter. Ja, ja. Ich bin nie schuld. Jetzt reicht's. Rache! Als ob ich dich da nicht sehe. Ist ja wirklich. Ja, hast eine Hose bekommen. Ja, eine Hose! Also falls jemand von den Zuschauern Hose möchte, könnt ihr euch gerne melden. Wir haben nämlich gerade eine. Ja. Die können wir verkaufen. Vorsicht vor Trio. Wir haben aber gerade erst ein Duo gesehen. Vorsicht vor Hinterhalt. Ey, jetzt ist es aber schon ein Quartett. Ah! Noch ein Trio! Das ist mit dem Trio gemeint. Die anderen zwei waren ja nur ein Duo. Was? Wieso bin ich tot? Wir haben dich getötet. Ja, das ist ja eine Runde heute. Was? Was? Ich hatte doch volles Leben. Wieso haben die so viel Schaden gemacht? Ja, am Anfang hattest du volles Leben. Aber gerade eben, als ich zwischen bei diesem Bumm-Geräusch, habe ich da gerade irgendwie die Hälfte meiner kompletten Leben an einem scheiß Diebesmesser verloren. Ja, du wurdest ja auch überrascht. Da war ja auch ein Hinterhalt. Nein, ich meine nur der letzte Schlag. Ich muss mir das nochmal. Der letzte Schlag hat nicht komplett Leben abgezogen, das schon vorher etwas verloren gehabt. Ja, aber er hat viel zu viel Schaden gemacht. Komplett unnormal. Ja, also wenn man dran stirbt, ist es immer zu viel Schaden, oder? Du bist heute aber auch witzig. Das würde ich bezeichnen.
Alter, der haut mich zweimal und mein Leben ist weg. Ja, musst du das nicht unterschätzen, die Leute. Gott, haben die ja schöne plus 10 aufgewertete Diebesmesser oder was? Richtig krank. Richtig krank, die Leute. Vorsicht, Hinterhalt. Ja, ja. Wo kamen die her? Kamen irgendwo von links. Das heißt, wenn du da durchrollst und da gefasst machst, die stecken wahrscheinlich hinter der Mauer oder so. Oder vom Turm springen die gleich runter oder sowas. Ja. Vorsicht, vor dir ist noch einer. Ah ja. Die machen gut Schaden, die Dinger. Die Messer könnten wir auch irgendwann mal benutzen. Ja, aber bei uns machen die ja nicht so viel Schaden. Das ist aber schade. Wurfmesser, jetzt reicht's. Ja, jetzt nehme ich auch mal Wurfmesser. Aber erstmal. Erstmal eintrinken. Mann. Ich hätte nicht erwartet, dass ich nochmal von solchen Dieben hier fertig gemacht werde. Liebe Kinder, kein Alkohol trinken. Wir müssen auch mal hier. Ach so, ja, klar. Unserem Bildungsauftrag oder nee, was? Unserem Moralauftrag. Als würden wir dafür bezahlt werden. Ja, aber wenn man. Nein! Oh. Ich meinte, ja, toll. Was der hat? Nee, das ist nicht derselbe. Guck dir mal an, was das für. Hey, das ist so einer wie in dem einen Burghof gewesen ist. Wie Burghof? Das war doch der Dickwanst. Hä? Dickwanst? Das ist der Dickwanst. Bin ich mit den Fallangriffen dauernd angegriffen auf der Dickwanst? Nein. Guck dir seine Waffe an. Hat der Typ zwei Einhandäxte? Na, ich meine nur vom Charakter ist der so ein Modell. Ja, vom Charakter. Nicht von der Waffe. Vom Charakter, aber ich meinte damals in diesem einen Burginnenhof vor dem ersten richtigen Boss. Der Typ, der in diesem Brunnen die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist, den ich mit dem Bogen getötet habe. Vor dem ersten Boss. Noch vor dem ersten Boss. Nach dem Drachen. Ach so, ich dachte jetzt mit vor dem ersten Boss meinst du der Typ, dem der Schwert aus der Statue gezogen hat. Na, das ist das Tutorial Boss. Ich sag doch deswegen richtiger Boss. Du hast nur gesagt vor dem ersten Boss. Das ja, richtig das, hast du jetzt. Dann hätte ich Tutorial Boss gesagt. Für mich ist richtiger Boss und Tutorial Boss eine Form von Boss. Weil Boss steckt ja schon im Namen. Ja, ne? Ja, Kollege. Da guckst du jetzt blöd aus der Wäsche, was? Ja, ich glaub, das ist ganz gut. Die Strategie gefällt mir. Ja, fuck, ich hab auch Blade aus der Wäsche. Putz! Putz! Headshot! Der lernt's auch nicht. Nö. Guck mal, wie blöd der ist. Wie so ein Kind, das immer wieder auf die heiße Herdplatte packt. Ja, das muss bestraft werden. Oder wie war das, das Beispiel, das du damals gebracht hast mit dem Stuhl voller Nägel und dann setzt man sich hin. Ah, verdammt, erstmal hinsetzen und danach erstmal hinsetzen wieder. Das hat ja weh getan, ja. Keine Ahnung. Ich hab mir das jetzt irgendwie spannender, also schwieriger vorgestellt. Voll langweilig für die Zuschauer, die Drachen so langweilig getötet, den jetzt. Tschüss. Ja, danke mein Freund. Große Titanitscherbe, nehme ich gern, ich halte sie in Ehren. Mehr ist sie aber nicht, oder? Lalalala. Türmchen. Na, da drüben doch. Hier, guck. Ach ja, ich hab das gar nicht gesehen. Ich überlege gerade, ob ich diese komischen Mutierviecher da. Sturzangriffe benötigt. Kurz gesagt, Zeit für Rache. Ja, weil der uns die ganze Zeit beschossen hat. Zeit für Rache. Wer da, oder? Kann ich, wenn ich jetzt. Warte. Haben wir überhaupt Sturzangriffe? Der ist doch bestimmt easy, oder? Naja. Egal, es hat geklappt. Eine Präzisionsarmbrust. Das sieht gut aus. Scharfschützenbolzen. Na dann. Visionen von Illusionen. Nix. Also am Arsch. Wo ist das denn? Oder? Muss genau reinstechen vielleicht? Genau reinstechen. Ja, weil du hast die Wand vielleicht
ist ein Prank. Das ist ein Prank. Der hat uns reingelegt. Du so, Rache! Mann, der hat uns doch nur mit Köderschädeln beworfen, da ist noch nichts passiert. Wie die alle das doch. Liebe Leute, ist doch kein Grund so auszuflippen. Rache. Gut, dann habe ich hier, glaube ich, alles geschafft, bis halt auf diese mutierenden Typen. Kannst du da hinten natürlich auch wieder. Ich kann natürlich jetzt auch erstmal zum Leuchtfeuer gehen, die Seelen ausgeben, Level aufsteigen und einen Haufen Pfeile und Brandbomben kaufen. Mhm. Bevor die Typen mich jetzt natürlich nur aus reinem Zufall töten. Wir sind in ein neues Map-Gebiet, ist das gerade. Also so oben eingetragen, als neues Map-Gebiet. Ja, ist mir auch gerade erst aufgefallen. Also ich meine, als ich unten war, in dem Giftwasserzeug, da war ein neues Map-Gebiet angezeigt. Hier unten. Oben wusste ich gar nicht. Speak thine heart's desire. Meine Güte, da geht's ja echt richtig weiter. Ja, ich dachte auch erst, da geht's irgendwie nur zu. Vielleicht unten auch zu dieser kaputten Brücke. So, was wollen wir denn nochmal haben? Was hat uns denn jetzt gerade eben gefehlt, wo wir dachten, das ist, hätten wir machen können? Nichts, wirklich. Nichts. Mehr Schaden ist immer gut. Ja, ne? Da bin ich immer für. Die Frage ist hier mit Geschicklichkeit. Bisschen. Oder für den Bogen, ne? Ja, für den Unhalt. Dann wäre ich dafür, weil der Bogen hat uns gute der Dienste. Der Bogen erweist uns die besten Dienste. Wir können ja einfach mit unserem Farming-Stil auch dafür sorgt, dass wir immer genug Seelen haben, dass wir beide Waffentypen tragen können. Ja. Dann können wir den Zuschauern auch mehr Auswahl bieten, denn wir können sowieso alles benutzen. Bitte. Wir brauchen nur ein paar Upgrade-Materialien, also große Scherben können wir hier ja scheinbar super einfach farmen. Das ist also nicht das Problem. Mal kurz gucken. 36.000 bis nächste. Ach, wo ist der? Nee. Ah, well met, Asher. How may I... Gegenstand kaufen. Wir Bomben. Wollen. Bomben? Vielleicht für diese. Ich meine. Ja, nützlich. Ja, ne? Hey, was ist denn? Mit eigentlich? Guck mal. Lass den kaufen. Alles klar, Leute. Wir haben ihn gefunden, den Schlüssel. Was daneben war? Achso, den haben wir schon. Den haben wir schon. Ja. Das ist der Turmschlüssel gewesen. Aber wenn die Schlüssel hat, immer mal sofort guckt. Da ist so ein extra Spalte für Schlüssel. Achso, das sind die. Das sind die. Das wird nur noch gefiltert. Boah, geil. Wir sollten immer mal gucken, ob die da noch mehr wir hat. Wir gucken da immer mal jetzt wieder rein. Das sieht ja von Anfang an auch schon. Oh, guck mal. Das ist der Helm der Tänzerin. Ja. Die verkauft die Rüstung der Tänzerin. Können wir selbst als Tänzerin gehen. Oh, bitte. Würde vielleicht besser passen, wenn ein weiblicher Charakter. Das ist eine Fackel, was bringt eigentlich die Fackel da oben? Keine Ahnung, aber ich nehme mal eine mit. Weil da hatten wir doch mal sowas mit Ja, Fackel. Jemand hat uns irgendwo hat man einen Tipp gestanden mit hier Fackel und dann Stimmt, draufhauen. Genau. Das sollte angeblich eine Schwäche der Tänzerin sein, wo wir gerade bei ihr sind. Das haben wir aber erst gelesen, nachdem sie schon tot war. Ich möchte diese Rüstung haben. Ich will einfach wissen, wie sie aussieht. Also rein aus Interesse schon. Zack. Ach komm, bist du hier lang. Ach, selber damit, das benutzen wir eh nicht mehr. Guck dir den Bizeps an, den wir haben. So, das können wir behalten. Claymore ist ein tolles Ding. Rapier vielleicht. Frisch in den Kommentaren. Benutzt auch mal diese Waffe. Ja, gerade verkauft. Dann, sorry. Die Mistgabel behalten wir aber, oder? Keule. Die Mistgabel behalten wir, die ist lustig. Die wollten wir auch mal, die müssen wir auch mal ausprobieren. Was auch immer das hier ist. Das ist eine Pike, eine Großlanze. Stoßangriff, Vorstoß. Braucht 21 Stärke, also starke Waffe auch. Könnte man ausprobieren. Und ja, die Sense können wir auch mal, wenn wir wollen. The Sense. So, mal gucken, haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Eine normale Armbrust? Nö. Hochpräzisionsarmbrust und Armbrust des Ritters? Das ist... Ja. Behalten wir mal. Stock, das... Ja, behalten. Gut, den haben wir jetzt zweimal. Hier der. Guck mal. Der dicke. Ach, der dicke Mann. Ich denke.
denke nicht, dass wir den benutzen werden. Brauchen wir den? Wollen wir den? Oder? Och, ich weiß nicht. Der Dickwanst. Wir können ja mal behalten. Auf jeden Fall reicht es jetzt. Nettes Andenken, ne? Reicht es jetzt, um diese Rüstung da zu kaufen? Ah, komplett. Nur nein, dieses Oberteil. Eine Teil. Na, wenn du magst, wenn du die ach, gerne möchtest. Was sollen wir denn sonst mit den ganzen Seelen? Hat den Cape? Weil die Tänzerin hat auch so ein Gewand, das so hinterher. Ja, das wäre natürlich sehr schick. Hinter ihr hergeschwobt. Vergleichen wir das nochmal mit unserer aktuellen Rüstung. Gut, sie ist halt halb so schwer, also weniger als halb so schwer. Warte mal. 10, 7, 12, 11. Aber die Verteidigungswerte sind dafür echt solide. Balance 17, Balance 6. Ist halt um eine ganze Ecke leichter. Und mal sehen. Naja, gut, das ist jetzt nicht hässlich. So feminin. So viel. Ist es? Finde ich jetzt. Aber, ne? Ja, gut. Wenn du so tragen möchtest, kannst du machen. Ja gut, dieses Gefummel da an den Schultern ist so ein bisschen, ja. Ist ein bisschen sehr viel Bling. Würde bestimmt bei einem weiblichen Charakter besser aussehen. Oh ja, das würde bestimmt sogar verdammt gut aussehen. Hä? Ja. Ja, aber das ist auch so schön Figurenbetonung. Ja. okay, vielleicht, doch nicht. Schau, wenn wir Sachen an die alte verkaufen, die wir ihr gekauft haben, kriegen wir wahrscheinlich weniger Geld zurück, oder? Vermutlich. Das hier mal ausprobieren, hier so Gebetsrobe. Aha. Die Nominate Barclays. Sieht das aus? Du kriegst mal noch diese hier. Auch mal den Zuschauern zeigen, was wir alles haben. Können sie auch mal sagen, was sie davon besonders schick finden. Oh ja, klar. Weil Klamotten ne? Anprobe machen. Ah, ja. Oh, von wem ist das denn? Das war mal diese Kriegerrüstung, die wir gedroppt haben. Im Ganzen. Weißt du, nach dem Feuerdämon da. Mhm. Mhm. Das haben wir noch. Hier unsere alte. Die von dem Dicken, natürlich. die wird abgelehnt. Egal, was gesagt wird. Die wird abgelehnt. Gut. Ansonsten. Kann man bestimmt besser rollen, ne? Mit der Dicken. Das kann gut sein, ja. Warum konnte er das auch so gut? Wenn das so macht, ist man nämlich leichter und dann können wir auch. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass der Bogen dann da ist. Yay, super. Wir haben auch noch eine Estus-Scherbe gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ja, können wir gleich mal hier machen. Estus verstärken. Jawohl, dankeschön, André. Ach so, hier unten mal schauen, ob unser kleiner Freund wieder da ist. Ja, wir sollten wirklich öfter hier vorbeischauen. Oh, hello. You've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a score. Go on, have a gander. Nice. Mal schauen, was hat er denn jetzt? Wir haben jetzt leider keine Seelen mehr, aber die kriegen wir ja ratzfatz wieder. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Langschwert, Bastardschwert, zwei Hände. Das ist quasi das Monster. Ist das englische Wort für zwei Hände nicht auch zwei Hände? Das englische Wort für zwei Hände ist auch zwei Hände, weil das ein Eigenname ist und das eine deutsche Waffe ist. Und es ist halt eine der stärksten Waffen des ersten Teils. Also die Großsense, der Zweihänder und noch ein bisschen was sind, glaube ich, einfach, ja, das Beste gewesen, was du benutzen konntest. Was ist das hier? Hochpriester-Ritter-Krummschwert. Hohepriester-Ritter-Krummschwert. Ja. Hohepriester-Ritter-Schwert. Ich kann nicht lesen. Egal. Spezialfertigkeit Frostklinge. Sieht auch toll aus und ist genauso toll wie der Zweihänder. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das Spiel damit sagen möchte, dass es genauso gut ist. Naja. Hm. Schild des Hohepriesters. Hier, auch so einer. Er hat ja nicht mal 100% physische Verteidigung. Was ist das denn? Aber gegen alle möglichen Spezialdinge sehr stark. Fähigkeit, Waffenfertigkeit.
Ja. Und jede Menge auch stärkere Pfeile. Ah, das ist super. Oh ja, richtig. Ich habe eben voll verkackt wegen. Wir wollten ja Pfeile kaufen. Sorry. Naja, wir haben ja noch 475. Ja, zur Not können wir einmal zu diesem Typen unten beim Turm in den Keller gehen und dann haben wir es. Ja, weil dann können wir uns auch gute Pfeile kaufen, nicht diese krüppligen Holzpfeile, die keinen Schaden machen. Ja, können wir zum Beispiel machen. Das machen wir. Weil der ist easy zu töten. Dann können wir das mal mit dem Backstep zeigen am Anfang. Ja. Goodbye. Das ist hervorragend. Also den Zweihänder will ich haben, dieses komische Schwert interessiert, das andere Schwert interessiert mich. Ja, die Tänzerin-Rüstung ist jetzt leider eher feminin angehaucht. Nichts gegen feminine Sachen. Also, wenn das jemand unbedingt sehen möchte, ich finde es nicht so schlimm, gebe ich zu, aber muss ja nicht sein. Ne? So. Jetzt zeigen wir mal unseren coolen Farming-Move. Jetzt erstmal schön failen. Vorfeld ja, das wäre jetzt richtig peinlich. Mhm. Aber Quatsch, das passiert ja jetzt nicht. Also die Strecke kennen wir jetzt eigentlich in- und auswendig, weil wir bestimmt schon 100 Mal hier lang gelatscht sind. Ich bin's auch im Traum heute mindestens noch 100 Mal gelaufen. Oh ja. Ich oh auch. Ja. Ach so, ja, ich habe das Item gesehen, aber das, wir kommen ja sowieso gleich nochmal hier vorbei, also... Ja. Ne? Lohnt sich jetzt da noch nicht so sehr. So. Ja, so sieht das dann ungefähr aus. Hier müsste Fahrstuhlmusik laufen. Ja, die Fahrstuhlmusik fehlt wirklich. Ansonsten ist das hier irgendwie super. Sondern braucht man nur ab hier aufhören zu rennen, kann sich anschleichen und ungefähr ab diesem Punkt hier einen gediegenen Backstep dem Guten hier geben. Guck mal, wir dann mit einem Sprungangriff nachsetzen und mit einem Auto-Attack ist er schon fast hinüber. Ne? Oh, wir sind ja jetzt stärker. Zack, guck. Merkst du? Ja. Ja, das hatte fast die Hälfte seines Lebens. Ja. Da haben wir wieder 3430. 3400 Seelen. Die Zahl wirkt total klein da unten. Also von den, weil es sind nur 4 Stellen. Ja, so ungewohnt. 4 Stellen, was ist das denn für ein lächerliches Zeug? Das machen wir jetzt nochmal und dann kaufen wir uns, würde ich sagen, 700 große Pfeile. So richtig dicke. Oder? Ja. So, die machen wir wenigstens mal ein bisschen richtig guten Schaden. Haben wir uns auch verdient, finde ich. Ja. Die lassen fast eh nur Wurfmesser fallen, aber ganz, ganz selten auch kleine Scherben. Also, wir haben insgesamt auf dieser Farming-Route 4 in Zahlen. 4. Kleine Scherben bekommen. Was echt erbärmlich ist. Nach 100 Versuchen. Scherben sollen ja Glück bringen, ne? Ja, hörte ich auch. Ja, ne? Ist jetzt easy. Ja, der da, das ist... Ne? Reine Routine, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das können wir auch noch komplett betrunken. Ja, ich denke auch. Während wir Musik hören und dummes Zeug quatschen. Solide. Ein bisschen und stärker. Und zwischendurch lässt er halt immer noch mal was fallen, so eine bleiche Zunge oder so. Wir müssen noch ein bisschen stärker sein, dann wäre es nämlich Backstep, Sprungangriff, normaler Angriff und Tod. Mhm. Das wäre toll. Ja, jetzt haben wir über 6000 Seelen, jetzt können wir uns wieder was mit. Wir haben auch, hier, wir könnten diese Waffe, die wir hier tragen, auch einfach auf plus 6 hochziehen. Welche? Achso, unser Schwert. Hier. Guck, die da. Obwohl, wie viele haben wir von den Scherben? Wir haben 11, reicht. Reicht ganz genau. Ah ja. Das kostet aber Seelen, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich auch nicht. Soll ich es lieber zur Not nochmal hier machen, oder? Ja, eine Runde noch. Die Folge machen wir sowieso ein bisschen länger.
Okay, gut. Gut, gut, gut. Wer es nicht sehen will, kann vorspulen, das ist ja. Ja. Aber wer sehen möchte, wie man das hier professionell macht und da selber ein bisschen Routine reinkriegen wer möchte. Wer das sehen möchte, was wir gerade schon zweimal gesehen haben, kann jetzt gerne weiter gucken. Ja. Ich habe gerade richtig Lust auf Eiscreme. Da haben wir ein bisschen Eis im Gefrierfach. Glaub nicht. Nicht? Mhm. Alles aufgegessen? Ja. Du hast also Hunger. Nein. Nein? Du hast drei gegessen, ich habe drei gegessen. Jetzt ist leer. Ich hab nur eins gegessen. Nein, hast du nicht. Doch. Du hast fünf gegessen. Das wüsste ich. Ach so, ich weiß. Haha, zweihändig. Also der Backstab macht übrigens unabhängig, ob man das Schwert ein- oder zweihändig trägt, gleich viel Schaden, wie man gerade gesehen hat. Aber das hier... Ah ja, super. Macht den Unterschied. So. Mensch, wie viel Zeit wir gespart hätten, hätten wir schon die ganze Zeit so viel Schaden gemacht. Ja gut. Ja. Ein bisschen, ne? Ist halt so. Das heißt, ja, wir können mal wieder irgendwann eine Folge mit, was weiß ich, einer Million Seelen beginnen. Was gar nicht so unrealistisch ist. Was? Nee, stimmt, ist gar nicht so unrealistisch. 600.000 hatten wir schon, ja, 150.000 also geht auch. Eine Million das, geht. Ja, dauert dann halt knapp 12 Stunden, aber... Naja, jetzt immer noch? Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr, also es geht ja immer schneller. Ja, also ich meine, es ist. Achso, genau, ich wollte jetzt zum Feuerbandschrein reisen. Ich bin schon so in dieser Routine drin. Das ist. Also, wenn das weiterhin so gut geht, denke ich, dass wir irgendwann mal eine Folge mit einfach mal 1 Million Seelen beginnen werden. Eines Tages werden wir das machen. Und dann sind wir schön Level 150 oder sowas. Und dann kriegt das Spiel eine volle Breitseite, weil es dann einfach nicht damit rechnet, wie unglaublich viel Schaden wir machen. So, okay. Was war jetzt Pfeile verkaufen und Dings verstärken? Genau. Ich fange mal mit dem Schwert an. Große Scherbenfarm ist ja jetzt nicht so das Problem. Du bist nicht so das Problem. So, auf plus 5 verstärken, macht man gerne. Auf plus 6 verstärken, nehmen wir gerne. Auf plus 7 verstärken. Geht, sauber. Können wir. Ja, wir haben graue Brocken da oben schon gesammelt. Ja, los! Wollen wir wirklich dieses Schwert. Und nicht lieber den Zweihänder dann? Oh, das ist natürlich die Frage. Ich meine, wenn wir auf Stärke skalieren... Können wir den Zweihänder dann auch noch upgraden irgendwann? Ja klar. Wir hauen einfach die Rittertypen da oben. Können wir beide sogar jetzt gerade upgraden? Die Sache ist die. Die grauen Brocken haben wir gefunden. Nicht gedroppt. Die können wir nicht farmen. Wir wissen noch nicht, wo wir sie herbekommen. Wir können ja Kommentare, also die Zuschauer mal fragen. Ich würde sagen, wir... Weil das ist ja schon ein gewagter Schritt. Lassen das mal. Das ist sonst ein bisschen viel vielleicht. Weil wir könnten halt auch so die Sense auf plus 9 bringen oder den Zweihänder, den wir noch nicht gekauft haben. Momentan haben wir das Ding ja als Main-Waffe, aber wenn da irgendwelche anderen Wünsche sind... Eben, da können wir ruhig variieren und von den grauen Brocken haben wir jetzt gerade nicht so viel, also... Ja, alles klar. Das wäre dann geklärt. So, Kollege. Lust auf 8000 Seelen haben wir ja. Der Zweihänder... Ich glaube, darf ich ihn jetzt eigentlich schon... Ja, los. Ja. Gut, dann komm. Dann laufe ich die Route halt noch 2-3 Mal. Aber ich möchte den auf jeden Fall den Leuten hier vorstellen. Als eine meiner Lieblingswaffen des ersten Teils. Lass mal hier. Noch. Großer Pfeil. Brandpfeil. Für 100. Uiuiui, der macht sogar noch Feuerschaden. Das ist echt... Wir können uns ja dann noch hier die nochmal zwischen den Folgen noch ein bisschen farmen und mehr Pfeile holen. Wenn die nächste Folge startet, haben wir wieder die Tasche voll und dann kann es weitergehen. Mal schauen, wie viel wir hier kaufen können. 43 bloß. Ja, gut. Haben nicht mehr so viel. Ja, können wir mal machen. Ja, gut. Wir haben noch 12. Da kommen wir mal Pfeile kaufen. Ganz normal, weil jetzt geht das 3 zu teilen. Wir haben noch 2. Das. Nein, jetzt ist Schluss. Gut. Goodbye. And stay safe. Klar, mein Freund. Wir geben nicht nur 8, wir geben sogar 9. Oh. What good is thievery if you've nowhere to go?
langweilig hier, so einen Fernseher und, hinstellen. Ja, vielleicht können wir das Ganze hier noch upgraden, so. Ja, hier noch ein Sofa hin und sowas, hier so eine Lounge. Na dann. Alles klar, ich würde sagen, mit dieser schönen Verabschiedung verabschieden wir uns auch mal. Ja. Oder? Ja, ne? Mit einer Verabschiedung kann man sich gut verabschieden. Na dann. Gehabt euch wohl.